Montag! Hey, ich freue mich tatsächlich mal auf den Montag, denn wir haben heute super viel zu tun. Ja, das will ich zumindest einreden. In Animal Crossing Wild World. Ihr könnt mir übrigens direkt mal schreiben, wenn ihr schon mal hier, wenn es mir gerade einfällt. Mir wurde auf sehr nette Art und Weise geschrieben, dass ich doch mal meinen Bildteller stellen soll. Ich weiß nicht, ob die Person sich einfach gedacht hat, so, oh, es ist abends, das sieht dunkel aus, mach mal heller. Oder ob das wirklich dunkel ist, weil ich habe das Gefühl, auf allen meinen Bildschirmen, also meine Aufnahme, meinem Monitor, auf dem ich das sehe und auf dem Gamepad, sieht es immer anders aus. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ich das mal heller stellen soll oder ob das so passt. Keine Ahnung. Ich habe mal geguckt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ich kann mal ganz spontan hier einfach so, so würde es zum Beispiel heller aussehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also ich würde das jetzt einfach mal für heute drin lassen. Und ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet. Da das jetzt hier mittlerweile schon der, ich glaube, 7. Part ist, wird es eine Weile dauern. Aber es kann gut sein, dass das wirklich ein Ticken schöner aussieht. So. Ich will nochmal das Menü zum Vergleich sehen. Weil ich hatte mir da tatsächlich schon mal gedacht, so, ja, das ist ein bisschen dunkel. Ja, doch, doch, ne? Ich glaube, so ist es deutlich besser. Ich lasse das so. Okay. Jedenfalls habe ich die Taschen voll, weil ich ja nichts verkaufen konnte. So war es, genau. Heute ist der Rainer da, wir haben Post und heute ist, ich habe auf jeden Fall gesehen, Alfredo da. Der Laden ist ausgebaut. Ja, lass einfach mal schauen, was wir machen können hier. Sehr schön, wir haben auf jeden Fall genug Geschenke bekommen. Von Waldemar. Hallöchen, Niklas, ich konnte den Brief kaum erwarten. Ich liebe Post. Das ist mein geheimes Abschiedsgeschenk für dich. Was heißt denn Abschiedsgeschenk? Es hört sich so an, als würde er ausziehen. Von Luzi. Dachchen, Niklas, dein Brief war so ernst. Mach dich mal locker. Du bist immer so lieb zu mir. Ja, hier, bitteschön. Wiedersehen. Okay. Von Sarah. Hallihallo, Niklas. Hihi, überrascht von mir zu lesen? Ich schicke dir etwas und hoffe, du nimmst es an. Au revoir. Sicherlich nehme ich das an. Ich bin sehr gespannt, was sie mir alles geschickt haben. Ich hoffe, Obst. Hey, du Niklas. Bist du glücklich? Sicher? Wirklich ganz sicher? Hab was an der Küste gefunden. Vorsicht, salzig. Wie ich. Ja, wie der Wind. Alfredo. Okay, und von? Von Fred. Ah, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, von wem der letzte Brief ist. Hey, du. Ja, Niklas. Gestochen? Von Bienen? Fred, weiß Bescheid. Dein Gesicht? Eklig. Hier. Also, vorher auch schon. Egal. Das Geld? Hier, dir. Wie versprochen. Zack. Okay, ich glaube, der schickt einem 100 Sternis, kann das sein? Oder überhaupt? Keine Ahnung. Es sollte sich auf jeden Fall nicht so sehr rentieren. Da bin ich jetzt gerade mal am gespanntesten drauf. Ja, es sind 100, alles klar. Medizin würde 500 kosten. Wenn man aber einfach einen Tag wartet oder vielleicht sogar, wenn man speichert und wieder reingeht, dann ist das Gesicht aber sowieso wieder normal. Deswegen lohnt sich das überhaupt nicht. Übrigens, aus Geldsteinen bekommt man tatsächlich nur 7 Geldsäcke. Also bis zu 8.500 sind das dann, glaube ich. Wenn man allerdings gelbes Feng Shui benutzt, das können wir uns dann mal genauer angucken in dem Spiel hier, dann kann es möglich sein, dass noch ein 8er rauskommt. So, das war der letzte Brief. Ja, genau. Haben wir den überhaupt schon? Ja, doch. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was mir Mama geschickt hat. Also so gar nicht. So, was haben wir von Waldemar? Eine Birne, wunderbar. Von Luzi bekommen wir eine Orange. Das klappt wunderbar. Schon in den ersten 2 Briefen neue Früchte. Perfekt. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt erstmal hier so auf den Boden droppe. So. Und dann die anderen beiden von Sarah bekommen wir eine Kirsche. Wenn jetzt im letzten auch noch ein Pfirsich drin ist, ne? Dann raste ich aus. Okay, eine Orange. Aber hey, dann haben wir immerhin eine doppelte Chance, dass ein Orangenbaum auch wirklich wächst. Aber krass, wir haben jetzt einfach schon 4 von 5 Früchten, wenn man jetzt mal die Kokosnuss exkludiert, die halt random irgendwann mal am Strand angespült wird. Die kann einem, glaube ich, auch geschickt werden, aber trotzdem, holy shit, wir haben einfach jetzt schon 3 fremde Obstsorten bekommen. Das ist extremst cool. Und ich werde versuchen, die mal in der Nähe des Ladens zu vergraben, also höchstwahrscheinlich hier hinten, weil wenn wir dann wirklich so eine kleine Plantage damit aufbauen, können wir die sehr schön schnell verkaufen. Das wäre natürlich fantastisch. Nicht so fantastisch ist übrigens Folgendes. Ich habe tatsächlich mal Designs erstellt. Ich wollte nämlich schon mal so ein Wegdesign machen. Und hier seht ihr meine beiden Bemühungen. 2 Stück hier unten. Einmal den Stone Path und den Steinweg. Aber ja, den ersten fand ich eigentlich ganz cool. Das Problem war nur, der ist nicht bündig. Wie ihr seht, wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen droppe. Also, so viel müsste eigentlich auch reichen.
Das seht ihr schon, der ist nicht bündig. Und ich hasse das. Das geht nicht. Der andere, der sieht halt irgendwie nicht so wirklich natürlich aus, habe ich das Gefühl. Also, sieht man schon in der Vorschau, der sieht halt immer noch so blockig aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt ein bisschen an Wild World auch liegt, dass diese Blockstruktur halt zu sehr raussticht. Oder ob es wirklich das Design an sich ist. Eventuell versuche ich nochmal ein anderes, aber es war halt wirklich Heidenarbeit, diese Sachen nachzupixeln. Vielleicht gehe ich einfach mal mit dem hier vorerst und tausche das dann einfach später aus. Mal gucken. Jedenfalls kann ich euch schon mal sagen, das Ganze kostet dann jeweils Geld. Also wir können jetzt hier in dem Teil noch nicht einfach in das Menü gehen und sagen, ja, hier, ich möchte jetzt gerne das Design ändern. Wenn man da draufklickt, kommt einfach nur der Name. Man muss wirklich zu Tina gehen und dann entsprechend sagen, ey, ich möchte Design. Das kostet, ich weiß nicht, 250 oder 350 Sternis. Ich habe das auch aufgenommen, aber na, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend. Wir können uns das hier mal gerade angucken, wie viel das kosten würde. Ich will Design, muss man hier wählen. Du möchtest dein eigenes Design entwerfen? Geht klar. Für das Material müssen wir 350 Sternis berechnen. Ja, das waren 350, dachte ich mir. Jo, nee, möchte ich nicht. Alles in Ordnung. Ich möchte viel lieber gucken, was ihr im Angebot habt, auch wenn ich eigentlich kaum noch Platz in meinen Taschen habe. Aber ich habe ja jetzt Briefe. Was haben wir denn hier? So einen lustigen Federhut. Ja, tatsächlich, das habe ich auch gedacht, was es ist. Das sieht halt komplett dekadent aus, aber hey, why not? Tragen wir den mal eine Weile und die 3D-Brille möchte ich auch auf jeden Fall haben. Einfach damit meine Augen bedeckt sind. Wobei der Hut irgendwie ein bisschen zu meinen Augen passt. So ein bisschen Wahnsinn. So. Wundervoll. Oder auch nicht. Soll ich mir dieses Kimono-Teil hier holen? Das Rennfahrer-Outfit hat auch was. Ich glaube, ich gönne mir jetzt den Kimono. Den werde ich vielleicht sogar tragen. Ach ja, warum nicht? Das Tannen-Outfit im Hintergrund. Und das andere Outfit verkaufe ich. Machen wir. Nicht wahr, Sine? Ich weiß deine häufigen Besuche wirklich zu schätzen, aber ich habe wirklich viel zu tun. Tut mir leid. Kein Problem. Tina, Schwesterchen, kümmere dich bitte um diesen Kunden. Schwesterchen, du kannst nicht so grob zu den Leuten sein. Ach, das passt schon. Sie spricht ja mal mit mir. Es spricht, oh mein Gott. So wie die Leute immer auf mich reagieren, wenn sie mich nicht kennen. Ah, oh mein Gott, ja. Story of Introvert. Gehen wir doch mal zu Super Nook und hoffen, dass der eine Gießkanne hat. Da ist nämlich schon wieder eine Blume am Verrecken. Willkommen. Ja, willkommen zur feierlichen Eröffnung von Super Nook. An sich finde ich das cool, aber ich muss diesen Shit hier tragen. Ja, damit du ein bisschen professioneller wirkst, ne? Ja, super. Wir haben keine Gießkanne, aber wir haben dafür eine Schleuder und eine Stoppuhr, die ich erstmal nicht kaufen werde. Und eine weitere Schaufel. Habe ich ja schon gesagt, wegen Gold, Goldschaufel und so. Werde ich mir die auf jeden Fall nochmal kaufen. Aber erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, verkaufe ich jetzt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich möchte mal die Rübenpreise checken. 80 Sternis. Ich habe keine Ahnung, für wie viele Sigrid die verkauft hätte. Aber für 80 würde er sie heute kaufen. Oh, endlich wieder Platz in den Taschen. Das wird toll. Unabhängig davon, wie viel mir das jetzt hier einbringt. Und stimmt, ich kann auch meinen Kredit heute bezahlen. Wie gesagt, wir können einiges heute machen. Mal sehen, das wären dann 4.325 Sternis. Wir können auch zum ersten Mal Monique Hallo sagen und Alfredo richtig draußen treffen. Und wir können wahrscheinlich einen neuen Villager noch willkommen heißen, gehe ich mal von aus. Und wir können uns jetzt eine Kommode leisten. Eine Korbkommode. Warum rege ich mich darüber jetzt so auf? Beziehungsweise warum bin ich da so excited? Weil wir damit dann endlich ein bisschen Lagerraum haben. Das ist cool. So, Tapete und Teppich. Die Luxuswand, die hatten wir ja schon mal zur Auswahl, nicht wahr? Ja, komm, heute habe ich ein bisschen mehr Sternis dabei, jetzt schlage ich mal zu. Gibt ja auch Bonuspunkte im Tomno-Punktesystem, nicht wahr? Und der Kuhfellteppich, den werde ich jetzt aus ethischen Gründen einfach mal liegen lassen, du Sack. Vielleicht ist ja genau heute eine Kuh eingezogen, das wäre irgendwie ironic. So, und dann einmal die Schleuder, genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Utensil. So verwendest du die Schleuder. Zieh sie aus deinen Taschen auf dich. Wenn das Ziel über dir sich befindet, schieß. Und dann drück einfach dazu A oder tipp dich an. Ja, das pass auf, dass du lange nur dran bist, sonst schießt du vorbei. Hm? Am Himmel fliegen viele interessante Dinge. Wenn du etwas siehst, versuch es runterzuholen. Ja? Oh ja!
Warum geht er so ab, wenn er von runterholen spricht? Keine Ahnung. Ich könnte auch halt immer noch jedes Mal irgendwann mal die Flaschenpost zeigen, aber... Nö. Ihr habt ja gehört, wie viel wir jetzt gerade wieder zu tun haben, deswegen lassen wir das lieber mal. Und auch mit unseren Rotrübensamen warten wir definitiv, weil wir haben ja immer noch keine. Wir haben ja immer noch keine Gießkanne, um die Samen, wenn sie dann eingepflanzt sind, als Rübe zu gießen. Stattdessen vergraben wir lieber eine Schaufel. Man mag mich für verrückt halten, aber das bringt was. Ich glaube, 3 Tage muss man warten, vielleicht nur 2. Ich werde 3 warten und mit Luzi reden. Oh, du bist's. Ja, moin. Das sagt nur Kölsch eigentlich nicht. Naja, was machst du denn so spät hier draußen, ne? Wenn du mir beweisen willst, wie mutig du bist, dann lass es. Ich glaub dir auch so. Ich läuf. Ja, richtig. Was wollst du eigentlich? Mir ist langweilig. Der Lachs ist mein Lieblingsfisch. Er ist so süß da. Aber er soll nicht einfach zu fangen sein. Jeder zweite Fisch, den ich fange, aktuell ist ein Lachs, aber gut. Hey, ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn wir gucken, wer den zuerst fängt? Um jeden Fisch zu gewinnen, muss ich mir richtig Mühe geben. Okay. Okay, auf geht's. Los! Ja, dann nehmen wir doch direkt mal an diesem kleinen Contest teil. Ich glaube nicht, dass sie sich Mühe gibt, einen zu fangen, aber wer weiß. Vielleicht sind die Villager in diesem Spiel hier Andersdorf und hier ist übrigens schon Rainers Zelt. Das konnte ich schon im Intro sehen, weil Alfredo da lang gelaufen ist. Stimmt, Fossilien muss ich auch wieder ausgraben heute. Ja, 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 ja. So, da oben war Moniques Haus, ne? Und ich glaube, die ist auch zu Hause. Habe ich das richtig gesehen? Ja, man kann von hier aus nichts sehen. Ich dachte, ich hätte das Fenster gesehen. Und ich möchte bisher noch nicht auf der Karte nachgucken. Ich gehe davon aus, dass jemand eingezogen ist. Hier wohnt Waldemar, ne? Ja, genau. Ach komm, wir gucken mal kurz bei Waldemar rein, weil wir haben halt außer Luzis Haus noch kein Haus gesehen von innen, wie es eingerichtet ist. Und ja, mal den Waldemar. Guten Abend, Superend. Dudeldu. Hörst du mich? Ich sagte Dudeldu. Jetzt, wo es dunkel ist, ist es kühl und, ich weiß nicht, düster. Du weißt schon, wir sollten mit Mokka anstoßen. Auf mein Spiegelbild, in deinen Augen, Prost, Dudeldu. Ist der irgendwie high oder so? Also, ja. Wieso wolltest du noch mit mir sprechen? Erzähl mir was. Hey, Superan, was hältst du davon, einen Raum mit einem Fossil zu dekorieren? Du hast sogar schon 2. Eins habe ich dir verkauft und das andere steht sogar schon da und du willst jeden Tag ein neues Fossil oder was? Jetzt würde dein Haus aussehen lassen wie ein Filmdrehort, Mann. Ja, 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 ja. Meine Güte. Was steht da so auf Fossilien? Uiuiui. Wenn heute eins dabei ist, was wir schon gespendet haben, dann bekommt er es. Ist okay. Er hat mich überzeugt. Unkraut, nein, weg damit. Das geht gar nicht. Und ich habe gerade spontan Lust, auf dieses Schild zu lupen. Entomologie heute. Der frühe Entomologe fängt den Wurm. Und anders. Und anderes. Bevor ich mit Zara rede. Oh, das Haus ist neu. Nicht wahr? Nee, musste mal raus, Luzi. Hier wohnt Luzi, lol. Da oben ist Monique. Hallo. 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 Macht keinen Sinn, was ich jetzt gemacht habe, aber egal. Gleich mehr. Hey, hey, wie schön, dich zu treffen. Du musst Niklas sein, stimmt's? Ich bin Monique. Ich bin hierher gezogen, um selbstständig zu leben. Meine erste Nacht ganz allein. Keine dummen Mitbewohner mehr, jawohl. Schön. Ich gehe schon mal zu Rainer, ja? Passt mal auf, aus bestimmtem Grund. Hey, oh, Freund, Rainer weiß nicht, wer du bist oder woher du kommst. Aber du hast ein Problem und deine Probleme sind auch meine Probleme. Ja, verstehst du, bei Rainer geht es nicht um beste Möbel. Hier habe nur Mitgliederzutritt, klar? Ganz exklusiv. Bist du ein Mitglied, dann beweis mir und du sag mir das Passwort. Du kennst es doch, oder gut. Was antwortest du also auf Folgendes? Gib 2 Sternis. Bin reich oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Ich habe mir im Wiki tatsächlich die Antworten angeschaut. Keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach mal bin reich ein. Du nuschelst, Kollege? Nee, nee, redest du im Schlaf oder was? Rainer kann keinen Ton verstehen. Ja, das Coole an diesem Animal Crossing ist nämlich, dass man tatsächlich nur bei Rainer reinkommt, wenn man das Passwort kennt, initial zumindest. Und das kennen unter anderem die Bewohner. Oder unter Umständen, wollte ich eigentlich eher sagen. Deswegen reden wir nochmal mit denen. Hey Niklas, schon gehört? Was, wovon ich rede? Vom Passwort von Rainers Laden natürlich, okay? Es ist Wechselgeld. Ernsthaft?
Wow, er hat immer noch keine Spur von Geschmacksschnur. Ach ja, womit willst du mich denn diesmal nerven? Was gibt's Neues? Ach übrigens, dein Haus ist groß genug für 4 Leute, ja, Niklas? Gut, denn wenn du mit Freunden zusammenlebst, ne, dann fühlst du dich nie wie ein einsamer Wicht. Und ihr teilt euch noch alle den Kredit, das ist so cool. Und wenn ihr euch trennen wollt, dann geht das so einfach. Geh einfach zum Bürgerbüro im Rathaus und sag, dass du umziehen willst. Du verlierst nichts, außer dass du wieder ein einsamer Wicht wirst. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wenn du umziehst, wirst du manches verlieren. Darüber solltest du dich jetzt vor dem Umzug informieren. Es war ja aufschlussreich. Aber ich find's wieder mal sehr witzig, dass sie vorhin noch beim Kennenlernen gesagt hat, so, oh, endlich alleine wohnen. Und jetzt will sie mir quasi nahelegen, alleine zu wohnen, nicht alleine zu wohnen. Also sie selber sagt so, oh, ich feiere das voll, alleine zu wohnen, und sagt mir so, ey, lad doch mal deine Kumpels nach Hause ein. So dauerhaft, WG-mäßig. Also spontan sehe ich hier tatsächlich gar keinen Fisch. Vielleicht hatte Luzi heute recht. Aber das wird schon mal Lachs sein. Oder ein Königslachs. Es wäre jetzt natürlich bitter, wenn es jetzt einfach ein Königslachs wäre, ne? Aber glaube ich nicht. Ja, wunderbar. Dann ab zu Luzi. Und Sarah könnten wir theoretisch auch nochmal interviewen, aber ich würde jetzt erstmal ganz gerne den... Wer wollte was? Sarah, hallo. Du willst nicht den Lachs. Bist du dumm, Niklas? Nein. Ich möchte dir diesen Brief zeigen, wenn du einen Moment Zeit hast, bin Lust. Tipp von mir, Sarah. Wenn du wieder mal mit jemandem redest, schrei, lass mich in Ruhe und hol deinen Kescher raus. Der Tippgeber. Alright. Ich finde ihn ehrlich gesagt ein wenig seltsam. Aber das soll nicht heißen, dass ich ihn nicht begriffen hätte, Binlas. Aber ich möchte wissen, was du denkst, Niklas. Du musst es mir sagen. Würde ich ja gerne, aber ich darf nicht. Man hört nicht. Also hier war Luzi, ne? Ja, mein Gott. Ein bisschen orientieren ohne Karte ist ja auch mal ganz nett. Es könnte sein, dass hier halt noch eine weitere Grille gerade rumspringt. Eine Singgrille oder irgendwie sowas in der Art. Deswegen möchte ich da mal ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Irgendjemand hat irgendjemand wütend gemacht. Eine Grille, alles klar. Hier ist noch eine und die würde ich gern fangen. Ich glaube, es ist eine andere. Ja, eine Singzikade. Die kleinste Musikerin der Welt oder sowas stand da. Aber Alfredo will mit uns reden. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen Zara anspreche. Hallo, Niklas Hoheit. Interessierst du dich für einen Perserteppich? A la Bleistift? A la Bleistift? Was? Aber sicher. Wo das herkommt, gibt's noch mehr davon. Bleib einfach in meiner Nähe, Hoheit. Ach so. Ja, das war ja ein toller Talk hier. Ich muss jetzt aber erstmal wieder die Luzi finden. Und ich habe keine Ahnung, wo die sich wieder hin verschnieselt hat. Die ist ja eigentlich die ganze Zeit in der Nähe herumgelaufen. Und jetzt ist sie wieder plötzlich weg. Warp in the Villager in Animal Crossing. Ich wollte doch eigentlich schon früher aufnehmen, so gegen Nachmittag, halt so um 4, 5 rum, so oder so. Aber das hat sich mal wieder nicht so richtig ergeben. Deswegen ja. Jetzt wieder um dieselbe Zeit wie beim ersten Mal. Du willst also weiter quatschen? Ich quatsch auch gern mit dir. Ja. Ah, du brauchst wahrscheinlich was, ne? Ja, schau, ein Fisch. Ein Lachs, um genau zu sein. Oh wow, das ging aber flott, du. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell bist. Das ist nicht fair. Naja, hier, hast einen Jartenzaun. Als großes Dankeschön für deinen Fisch. Ach Mann, das war so knapp. War's das? Ich bin mir da nicht so sicher. Die Tapeten haben echt ein leicht anderes Icon als später. Sehr interessant. Und auch als vorher, glaube ich. Naja, wir haben auf jeden Fall kaum Platz zu Hause, deswegen, ja. Wird es wohl mal Zeit, den Kredit abzubezahlen, nicht wahr, Zara? Wenn meine Mama sauer ist, schlägt sie Teller kaputt. Einen nach dem anderen. Das macht Virginia auch, aber nicht, weil sie sauer ist, sondern weil sie ungeschickt ist. Irgendwann geht es ihr besser. Was, ich? Ich habe schon 10 Teller vernichtet und bin trotzdem sauer. Also verzieh dich. Ja, besser so, bevor sie mich noch mit ihrem Kescher schlägt und sagt, lass mich in Ruhe, oder was sollte sie nochmal rufen? Ich glaube, das war das, ne? So, hier, das ist Moniques Haus, ne? So. Monique. Alright. Das ist Monique in meinen Ohren, was? Geldstein ist natürlich auch noch eine Sache. Ja.
Wo fangen wir denn heute an? Also zu Rainer gehen wir heute auf jeden Fall noch. Falle? Nein, keine Falle. Sehr gut. Dann machen wir doch mal damit weiter, dass wir Fossilien ausgraben und währenddessen den Geldstein suchen. Geregnet hat es bisher übrigens immer noch nicht. Und währenddessen suchen wir vielleicht ein weiteres Villager-Haus, also falls wirklich jemand eingezogen ist. Ich weiß ja nicht, ob wirklich jeden Tag aktuell einer einzieht. Und die hier kann hier nicht... Nein! Ah! Okay. Interessant. In Animal Crossing... Ich glaube sogar... Oh, hallo, Kugelassel. Ich glaube sogar bis... New Horizons, oder? Oder war das in New Leaf nun anders? Auf jeden Fall musste man die wirklich immer aufheben, ne? Ich bin es jetzt halt so aus New Horizons gewohnt, aber ich glaube, eine Kugelassel war es übrigens. Ich glaube, ansonsten, in allen anderen Teilen, wie gesagt, vielleicht schon New Leaf auch nicht mehr, aber da muss man die halt wirklich aufnehmen und nicht ausgraben, wie eben in New Horizons. So, wir wissen jetzt, aktuell können wir da maximal 7 rausholen. Und ich habe eine andere Sache nachgeschaut. Nämlich eine Sache, die ich jetzt schon wieder längst vergessen habe. Cool, ne? Ich war noch auf irgendwas anderes gerade. Fossilien, Gyroiden. Was wollte ich sagen? Ich habe es, glaube ich, leider vergessen. Irgendwas hatte ich noch in Erfahrung gebracht oder bemerkt oder irgendwie sowas. Stimmt, stimmt, Bienen. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt und es gibt halt nur so richtig schlechte, ja, Offscreen-Aufnahmen von Wild World, wie jemand Bienen fängt und tatsächlich immer nach dem gleichen Schema, so wie ich es auch versucht habe, halt wirklich einfach nur ein bisschen wegzurennen, den Kescher halt auszurüsten, dann so schnell wie möglich schlagen. Ich werde allerdings ein bisschen häufiger dann den, ich glaube A-Knopf ist es, ne, genau, werde ich dann spammen, wenn ich das Menü quasi schließe. Und dann werde ich hoffen, dass ich vielleicht irgendwann erfolgreich bin damit. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Zumindest mal am Anfang. Vielleicht hat man dann irgendwann den Dreh raus. Aber der sieht mir gar nicht mal so einfach aus. So, hier könnte vielleicht noch irgendwie ein Haus stehen mittlerweile. Oder auch nicht. Ja, tatsächlich. Hier ist jemand eingezogen. Es ist schon mal nicht Kekshaus. Das erkenne ich. Ich glaube zumindest, es zu erkennen. Und mir fällt auch auf, ich habe, glaube ich, aus dem letzten Part zumindest die Fische und Insekten, die ich vermutlich gefangen habe, noch nicht eingetragen in meiner Liste. Das ist schlecht. Naja, ich glaube, das andere Fossil war hier drüben. Ich meine, ihr hattet schon was gesehen vorhin, ne? Oder? Ja, genau. Wenn es denn überhaupt nur 3 sind. Das habe ich jetzt einfach mal als Grundvoraussetzung genommen. Also, wir sprechen jetzt kurz mit dem Villager, beziehungsweise besuchen ihn kurz. Oder sie. Wer auch immer es ist. Und dann gehen wir zu Rainer. Und vielleicht haben wir noch Zeit, uns einen Platz für die Obstbäume auszusuchen. Mal schauen. Ob es hier auch noch 2 Parts gibt heute? Mal schauen. Keine Ahnung. Und wer ist es? Es ist... Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es ist doch eine sie, ne? Ich glaube, im Englischen heißt sie auch einfach nur irgendwas mit Kit oder Kitty oder irgendwie sowas. Wie heißt du? Petra? Ist das Petra vielleicht? Ja, das ist Petra. Alles klar. Aber, interessanterweise, ihr seht das schon, es gibt so ein paar Villager, bei denen ist das Geschlecht oder der Name ein bisschen merkwürdig, je nachdem, wie man will. Denn das hier ist Petra, aber ihr seht an diesem Blau im Hintergrund ihrer Namensblase, dass das eigentlich ein Junge sein soll. Alle Mädels haben halt eine pinke Blase normalerweise. Und... Es gibt noch so ein paar andere Kandidaten, wo das der Fall ist, dass die Namen einfach irgendwie merkwürdig gemixt werden. Gut, also ich habe keine Ahnung, wer Petra jetzt wirklich ist. Hey, schön dich kennenzulernen, ich bin Petra. Du bist Niklas, ja? Ich habe schon einiges von dir gehört. Na dann, auf uns unsere Freundschaften. Prost, Niklas. Also die Augen sehen ja auch eher weiblich aus, muss ich sagen. Guten Abend, die Nacht ist jung, genau wie wir, Niklas. Ja, also gut, genug von mir oder irgendwas. Willst du was, Mounts? Ich bummle. Hey, ganz ruhig, ja? Ich bin gerade erst eingezogen und ich muss mich jetzt mal einleben. Gib mir Zeit bis morgen, ja, Mounts? Alright. Aber ich bin mal gespannt, was die Villager sagen werden. Ich gehe mal davon aus, es sollte ein weiblicher Charakter sein, hat aber hier irgendwie ein
Jan ist halt irgendwie fälschlicherweise männlich gespeichert. Mich würde halt mal interessieren, Charaktere, also unsere Villager beziehen sich ja auch manchmal aufeinander, dass sie sagen so, oh mein Gott, Alfredo hat mir gerade mein Jojo geklaut oder sowas. Und da würde mich halt schon mal sehr interessieren, ob sie Petra dann mit ihn oder sie referenzieren. So, vielleicht ja auch they oder them, ich weiß es nicht. Warum rennst du mich einfach um mit deiner Gießkanne? Bist du dumm? Bin los. So, etwas kann ich für dich tun. Hast du dich wieder beruhigt? Hast du genug Geschirr zerdeppert? Hast du Freunde in anderen Städten, Niklas? Wenn ja, dann solltest du sie einmal hier einladen, bin los. Bis zu 3 Leute können gleichzeitig die Stadt besuchen. Ihr könnt gemeinsam die Stadt ansehen oder miteinander reden, bin los. Auf jeden Fall solltest du auch mal bei mir vorbeikommen. Ich habe eine Gießkannensammlung. Ja, und ich bleib dann zu Hause und räume gründlich auf. Aber geht Alfredo gerade zu rein, ne? Aber hängt auf jeden Fall etwas an schwarze Brett. Ich bin noch neugierig. Red einfach mit Harry und Wuff und die beiden öffnen das Tor. Nur keine Angst, die beißen nicht. Ah, und die beiden schnacken zusammen. Vielleicht über Petra? Mal gucken. Hey Luzi, wenn du ein Kuchen sein könntest, welcher wärst du dann? Karottenkuchen, was denn sonst? Dachtest du etwa, ich könnte dir antworten? Ich denke die ganze Zeit an nichts anderes. Allein schon der köstliche Zuckerjuss. Ich könnte mir das selbst... Ich könnte mich an mir selbst satt... Was? Ich könnte mich an mir selbst satt essen. Und hätte jede Menge Freude. Alles klar. Super, ich dachte, du isst Käsekuchen. Du sagst Käsekuchen. Aber nur, weil ich selbst Käse mag. Ja, so sind die Leute. Immer auf sich selbst bezogen. Ich meine, so viele hatte ich gar nicht darüber nachgedacht. Ach, Zara, sowas sollte man nicht dem Zufall überlassen. Man kann schließlich nie wissen, wann die nächste große Kuchenkrise kommt. Immerhin, Zara scheint zufrieden zu sein. So. Hey, Freund, Rainer weiß zwar nicht, wer du bist oder woher du kommst, aber du hast ein Problem. Und zwar, du kennst mein Passwort nicht, oder? Oder kennst du es mittlerweile? Dann sag mir. Was antwortest du auf Gib 2 Sternis? Das ist für mich Abfall, nee. Das ist für mich kein Abfall. Und es ist ja nicht Bio, sondern es ist Wechselgeld. Und ich glaube auch ohne Punkt, ohne Ausrufezeichen alles. So ist es, jawohl. Du bist also wirklich einer von Rainers Familie. Hey, man kann nicht vorsichtig genug sein, hm? Vor allem, wenn man ständig die Polizei im Genick hat. Bitte schön, komm rein und wirf eine Blicke auf meine Spitzenauswahl. Man kann auch tatsächlich, wenn jetzt eben Fred jeden Samstag kommt, auch immer den Tag ändern, wann Rainer kommt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Werde ich aber wohl nicht machen. Wir werden dann einfach montags den Rainer-Tag haben. Und das finde ich hingegen ziemlich cool. Man hat hier wirklich feste Tage, wann Rainer kommt. Also nicht einfach irgendwann in der Woche oder vielleicht auch gar nicht in der Woche, wie bei New Horizons. Sondern man hat wirklich einen festen Tag, wo der kommt und wo der dann auch immer was Neues dabei hat. Also ein bisschen wie in Let's Go to the City eigentlich, nur dass er da halt einen festen Sitz hat in der Großstadt. Aber da hat er halt auch immer, ich glaube, immer mittwochs sein Sortiment gewechselt. Ah, hallo, hallo, willkommen, wunderbar, dich zu sehen. Ja, nicht wahr? Zu den Gemälden habe ich auch was Interessantes gesehen und das hier müsste ein Degas sein, glaube ich, oder? Es gibt, lass mich nicht lügen, ich glaube 20 Gemälde. Ich meine, es waren 20, also 5 weitere, im Gegensatz zum, Gamecube-Teil. Und die heißen auch noch genauso, also Degas, Botticelli, Van Gogh und sowas. Und wenn jetzt irgendwie, wenn er jetzt sagt hier so, ach guck mal, ein Müller oder sowas, dann wissen wir so, ach guck mal, das ist eine Fälschung. Also es waren jetzt 5 weitere Gemälde, die dazugekommen sind, also 5 Namen, die ich mir quasi noch zusätzlich merken muss. Und ich glaube, die habe ich noch ungefähr im Kopf. Ich könnte also gleich sagen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Habe ich den Satz überhaupt beendet? Wenn es keiner von diesen Namen ist, dann ist es eine Fälschung. Also wir müssen das jetzt nicht am Bild selbst erkennen oder sowas. Es gibt Fälschungen in diesem Spiel. Eugen würde das dann halt bemerken und nicht in die Kunstgalerie aufnehmen, wie in allen anderen Teilen, außer dem Gamecube-Teil. Ja, aber wir können es jetzt nicht irgendwie am Gemälde erkennen oder es ist auch nicht Zufall, wie in Let's Go to the City, glaube ich. Da müsste es Zufall gewesen sein, sondern wir haben wirklich eine Chance, es zu erkennen. Wobei ich nicht weiß, ob wenn er mir jetzt sagt, okay, das ist ein Botticelli, ob ich dann 100% davon ausgehen kann, dass das auch wirklich echt ist. Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube, es kann nur eine Fälschung sein, wenn der Name anders ist. Was? Hey, Augenblick mal, du bist ja gar kein Mitglied. Ich wusste es. Hör zu, Kollege, ich weiß, wo du herkommst. Ich bin informiert. Du hast gerade noch gesagt, hey, ich weiß nicht, wer du bist oder wo du herkommst. Ich meine, gut, du hast mich nicht gesehen, aber dennoch.
Aber zu Rainer kommen nur solche, die wir kennen und denen wir vertrauen. Nur so können wir Mitgliedern die besten Deals weit und breit anbieten. Ich habe ja sogar noch Chrome offen, sehe ich gerade. Es gibt gewisse Perks. Ich muss jetzt nur gerade nochmal schauen, welche das denn waren. Rabatte, glaube ich, war es. Oh, shit. Ich sehe gerade tatsächlich. Keine Ahnung. Der einzige Vorteil, den ich jetzt halt so spontan erblicke, ist halt, dass man das Passwort von ihm vor seinem Besuch halt per Post geschickt bekommt. Aber ich finde, das hat irgendwie was mit den Bewohnern halt zu interagieren und jeden Tag so, ne, zu quatschen, um das Passwort zu erfahren. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Mitglied werden soll. Ich glaube, ich schlag's jetzt erstmal aus. Nur so können wir Mitgliedern die besten Deals weit und breit anbieten. Das habe ich schon. Verstehst du? Es ist, sieht nur so aus, als würde ich Möbel verkaufen. Was ich wirklich verkaufe, ist Vertrauen. Wenn du meinst. Nun, für dieses Mal soll es gut sein. Wir nehmen das locker. Schau dich auf jeden Fall da um. Rainer weiß, dir wird gefallen, was du siehst. Okay. Dann schauen wir uns das Gemälde an, würde ich sagen. Das Ganze kostet übrigens 3000. So, du willst also Rainers Familie beitreten? Wir bieten gute Sachen an. Nicht wirklich. Nun, für dieses Mal soll es gut sein. Okay, ich glaube, ich muss Mitglied werden auch, ne? Ja. Okay, ich bin dabei. Was, hey, willst du den alten Rainer etwa veralbern? Was soll das? In diesem Laden spaziert man nicht einfach mal so rein. Und Rainer ist kein Waschbär mit Schürze, der so tut, als wäre er ein Freund. Unser Motto? Gutes Zeug und verrückte Preise. Wenn Rainer an der Spitze bleiben will, braucht er vertrauenswürdige Kunden. Hast du mich verstanden, Kollege? Rainer Service betrifft die Kunden. Aber ich schätze, man kann einmal kann Rainer eine Ausnahme machen für dich. Okay, wir machen dich zum offiziellen Mitglied der Rainer-Familie. Schauen wir mal, Eintrittsgebühren plus Jahresbeitrag plus Beratungskosten 3000 Sternis. Ja, du kannst für 3000 Sternis Mitglied werden. Okay. Wirklich, ich meine, vielen Dank. Ja, exzellent Wahl, wirst du nicht bereuen. Alles klar, du gib mir bitte deine Unterschrift. Auf, bevor die Polizei anrückt. Ja, nochmal danke und willkommen in der Familie. Warum klinge ich gerade wie Dr. Wie Heinz Doofenschmitz? Ich habe keine Ahnung. Ja, wegen des Passworts. Das ist Top Secret. Rainer wird es in dir in einem schönen Brief zuschicken. Ich darf dann die 3000 Sternis an mich nehmen. Ja, ja, ja. Danke für die schnelle Bezahlung. Und jetzt nennen wir dich Cousin. Cousin Niklas, hoffen wir, dich sehr bald wiederzusehen. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt endlich shoppen darf hier. Du magst ihn, ne? Den Degas. Ich hatte recht. Ich habe am Anfang, glaube ich, gesagt, das ist ein Degas. Und es ist ein bisschen gruselig, aber einfach irgendwie cool. Weil es war das erste Gemälde, wenn ich mich recht entsinne, was ich vor ein paar Monaten im Gamecube-Teil bekommen habe. Ja, Rainers Laden gibt es schon länger, aber ich sage dir eins. Ware von solcher Qualität und Haltbarkeit findest du heute kaum. Nur unter uns. Ich hätte dann ihn doch gerne etwas länger behalten, aber naja, wir sind eine Familie, also 3920 Sternis und der gehört dir. Gerne. Kaufen wir mal einen Menschen, ein Degas. Schön. Ja, verkauf, juhu. Rainer hat etwas verkauft, hip hip, hurra. Naja, nichts, mach dir keine Gedanken. Rainer würde weiter nach Ausschausachen halten für dich. Ach, ich bin ja aufgeregt. Das verstehe ich. Ich glaube, denn dieses Schachtischchen kaufe ich auch, weil ich mag solche kleinen Tische. Ja, ich wusste es. Wer es weiß, der weiß es eben. Habe ich nicht recht? Ja, ja, ja. Schach dich, äußerst selten, du möchtest haben. Verkauf schnell, bla bla, 3800 Sterne, 6 Rabatt, verrückt. Ja, gib her. Ja, ja, danke. Ja, gute Entscheidung, du bist clever. Und viel Glück mit diesem Schachtisch gesagt. Ja, weiter Ausschau halten, bis bald. Bis bald, Kollege, du bist ein bisschen so aufgedreht. Vielen Dank. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in einer neuen Folge von Animal Crossing Wild World. Dann werden wir das Gemälde stiften, werden die Fossilien analysieren lassen und den täglichen Gang gehen. Ich schätze mal, ich werde noch ein bisschen angeln und ja, währenddessen noch ein wenig reden über Offscreen, Off-Topic-Sachen. Das könnte man eigentlich mal ganz gut tun. Natürlich noch sonst hier ne, Bäume pflanzen und so. Ja, wir haben noch eine Menge zu tun heute, was wir zumindest tun könnten. Also, bis dahin. Tschüss.